Ja, weiter geht es mit Let's Play Titan Quest und dem Add-on Immortal Throne in der Epic Edition. Wir haben diese Höhle erkundet und spazieren natürlich wieder raus. Nein, das ist natürlich Quatsch. Wir looten jetzt die außerweltliche Kiste und schauen einfach mal, was dort drin ist. Außer Gold, ein Gesundheitstrank. Ja, super. Hat sich ja gelohnt, hätten wir doch rausmarschieren können. Einfach so, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Aber das weiß man vorher ja nie. Deswegen haben wir mal lieber nachgeschaut. Oh, ich habe den Schrein hier übersehen, der Meisterschaft. Den nehme ich mal mit. Vielleicht wird er uns noch jetzt nützlich werden. Genau, wir haben uns das letzte Mal hier hochgeschnetzelt. Wir haben uns über die Brücke gekämpft. So, und jetzt sind auch die nächsten Fetzos. Die Troglodyten. Gut, sehr schön. Ach, hier sind auch wieder die Seelenkäfige. Okay, Gefängnisaufseher. So, droppt er irgendwas? Nur Gold? So, hier können wir die Geister freilassen. Auch wenn sie sich die ganze Zeit vor uns verstecken. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie einen Vorteil bringt. Warte mal, hier haben wir noch einen Schrein. Ja, meine Fresse. Das sind schon wieder eine ganz komische Gestalt. Das sind die Frösche, ne? Hier Hexendoktor und Stammesmitglied. Und hast du nicht gesehen. So, hier haben wir auch wieder den Mini-Krabbi. Na, dann schnetzen wir uns mal fröhlich hier durch die Meute. Sehr schön. Und da sind die Zauber auch wieder ab. Jawohl. Und zack. Und bam. Und bam. Und bam. Okay. Tja, nichts gedroppt. Schade. Aber hier war noch eine Kiste. Die wollte ich noch plündern. Eine große Kiste. Da werden bestimmt große Schätze drin sein. Ja, denkste. Nur so ein bisschen hier. Noch mehr kannst du nicht halten. Ach, komm schon. Ja, das wäre vielleicht die Möglichkeit, mal nach Rhodos uns zu begeben. Um vielleicht dann doch mal den Schild von seinem, gesockelten Gegenstand zu befreien. Ach, hier ist nämlich einer. Wenn der Gegenstand behalten wird, muss das Relikt zerstört werden. Nein, wir wollen den Gegenstand zerstören und das Relikt behalten. So, warte mal, 27% versus... Ja, der ist besser. Amulett, warte mal, Gegenstand, nein. Yes. Sehr schön, dann können wir den gleich hier auf den Schild pappen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen soll. Der geht auf Feuerschaden, der würde auf Blitzschaden gehen. Hat einen etwas höheren Grundschaden. Oh, der hat 30% Durchschlagsanteil und der nur 25%. Ich weiß nicht. Nee, da warte ich erstmal ab. Aber... Arkanische Formeln sind meine Spezialität. Aber das werde ich definitiv jetzt machen. Da haben wir nämlich mehr Leben. Man sieht das hier hochschnellen. Ich komme nicht an Eisen. Der Preis von Bronze. Du hast Glück, dass ich überhaupt was anbieten kann. Tja, das ist auch dein Glück. Sonst hätte ich dich geköpft. Okay, brauchen wir nicht. Ach ja. Ich sollte, wie gesagt, vor der Aufnahme nicht so viel essen. Das muss ich echt aufpassen. Dass ich hier nicht aufstoße. So, warte mal. Hier haben wir einen Ring der Stärke. Nee. Wir haben Besseres. Und der kann auch weg. Okay, ich glaube, dann haben wir soweit alles. Den wollte ich hier noch hinpacken. Wir haben sogar was dabei. Achso, die Schriftrollen vorne. Sonst haben wir nicht viel. Was würde ich alles für eine Wagenladung Bronze geben? Ein guter Tag, um deine Last zu schmälern. Ja, genau. Ich pack das mal eben alles hier in meine Karawane hinein. Oder, ja... Wobei, eigentlich kann ich die Teile hier auch reinpacken. Das könnte ich mal offscreen so ein bisschen durchsortieren. Aber wir müssen die ja nicht die ganze Zeit mit uns rumschleppen. So, sieht da schon ein bisschen aufgeräumter aus. Wobei, den haben wir noch übrig. Den haben wir noch übrig. Den haben wir übrig. Und ich glaube, das war's, ne? Seht ihr noch irgendwas? Also ich nicht. Nee, ich sehe sonst nichts mehr. Nö, okay. Möge Hera dir wohlgesonnen sein. Natürlich. So, wir kehren hier wieder zurück und können dann
hoffentlich das Gewand aufheben. Natürlich können wir das. Wir haben jetzt alles verkauft und unsere Taschen sind leer. Als wären wir als frischer Held gestartet. Naja, nicht ganz. Ein paar Tränke haben wir schon noch dabei. So, ich frage mich, wie eine Krabbe hier so ein Zeug droppen kann. Aber das scheint wohl irgendwie möglich zu sein. Vielleicht sind ja auch die Kaulquappen hier schuld. So, die hauen aber auch ganz schön rein, ey. Aber jetzt darfst du da trotzdem sterben, ja? Danke. So, nur ein Gesundheitstrank und noch einen Brustpanzer, den wir noch nicht mal ansatzweise uns anschauen werden. So, hier ein bisschen betäuben und ein bisschen Elektrobrandschaden draufklatschen. Und dann fröhlich mit dem Speer runterkloppen. So. Da zuckt der Speer und glüht vor allem. Alles klar. So, hier oben haben wir wieder eine Brücke. Dort waren wir also noch nicht. Ich will aber trotzdem einmal hier rumschauen. Denn wie ihr unten seht, wir sollten das Level Up in dieser Folge eigentlich schaffen, ne? Das ist schon realistisch. Also ich will das jetzt nicht als Ziel, ja, setzen. Aber ich fände es realistisch, wenn wir den, ach cool, das sind Tiermenschen. Das heißt, wir machen eh mehr Schaden gegen die durch unsere Jagdmeisterschaft. So, da oben geht's regulär weiter. Wir kommen, ach, wir kommen hier durch. Haben wir hier noch ein bisschen Erfahrung rumflitzen? Nee, ne? Nee, das sieht nicht ganz so aus. Na gut, von hier sind wir gekommen. Hier haben wir soweit alles erkundet, würde ich sagen. Haben wir das wirklich? Ja, doch, das scheint so. Das heißt, jetzt müssen wir noch den Weg hier nach oben, der uns höchstwahrscheinlich über diese Brücke führen wird. Warte mal, hier kommen wir auch nicht lang, ne? Nee. Da sind schon wieder ein paar Wände zur Levelbegrenzung angebracht worden. So, warte mal, das ist bestimmt nicht die einzige hier, ne? Die sind doch immer im Dreierpack. Sehr schön. So, der ist down. Und der ist down. Und dann ist hier noch der Gefängnisaufseher, aber der sollte auch relativ schnell zu Boden gehen. Vor allem völlig gefahrenlos. Aber der hat ganz schön viel Geld dabei. Mein lieber Scholli. Ach, guck mal hier. Eine Versammlung von großen Tiermenschen. So schnell den kaputt machen. Den kaputt machen. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich erst die Schwächeren töten. Aber, ach so, jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten, wo wir lang gehen können. Wir können einmal hier lang. Na, okay, jetzt ist fertig. Der Phantomschlag. Noch einen Gesundheitstrank reinschmeißen, um den Gefängnisaufseher niederzustrecken. Und jawohl, da geht er down. Okay, hier haben wir noch ein paar Gefängnisse. Ich habe zwar echt keine Ahnung, ob das hier überhaupt irgendetwas bringt mit den Gefängnissen. Aber ich bin halt eine gute Seele. Und ich befreie diese Geister von ihrem Leid. Falls sie überhaupt leiden, ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal davon aus. So. Alles klar, so schnell. Oh, eine Frostsense. Wie cool ist das denn? Warte mal. Erstmal den epischen Stachelpanzer. So, Frostsense. Was haben wir denn? Boah, guckt euch das Vieh mal an, ey. Ja, krass. Ach, das ist sogar ein Set. Guck mal. Ein legendäres Set. Sowas gibt es auch. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, 114. Blablabla. Kälteschaden. Einfrierung. Angriffsqualität und Sturmnimbus. Das ist erst ist was für die Sturmmeisterschaft. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall. Werde ich in meine Karawanentruhe packen. So, was haben wir hier drin? Ein bisschen Gold. Jetzt geht's hier so ein bisschen ab mit dem Loot. Endlich mal. Wobei, eigentlich brauche ich mich gar nicht beschweren. Ich glaube, wir haben ziemlich früh einen blauen Bogen gefunden. Also, ne, im normalen Schwierigkeitsgrad. Und, ich glaube, wir haben ja auch relativ schnell dieses... Ach du Scheiße. Dieses Schwert gefunden. Was wir ganz schön lange getragen haben. So, was ist das denn hier? Eine Sirene.
Ah, hier. Sehr langsam. 30% Durchschlagsanteil. Okay, das scheint also, ja, die neue Art von Speere zu sein. Oder Stangenwaffen. Ich nenne es mal Stangenwaffen. Weil mit einem Speer hat sowas, das ist eher eine helle Bade oder sowas. Keine Ahnung. Gut, auf jeden Fall müssen wir hier lang, aber ich schaue trotzdem nochmal, so, hier waren wir schon. Ich schaue trotzdem nochmal nach oben, wollte ich sagen, hier haben wir auch einen Brunnen der Wiederbelebung, das heißt, wenn wir sterben, werden wir hierhin zurückkehren. Na, mit den Krabben wären wir doch fertig. Und zwar sehr gut sogar. Hier ist noch eine bewachte Truhe. Von so ein paar Bogenfröschen. Bewacht. Die aber kein Problem darstellen. Die haben eine ganz schön... Oh, Level up! Die haben eine ganz schön hohe Schlagfrequenz. So, die freuen uns. Also, der ist aufgesprungen, als er uns gesehen hat. Das freut mich natürlich sehr, dass hier vor Freude die Gegner in die Luft springen. So, und ich würde sagen, wir verteilen die Punkte. Wir haben... Geschicklichkeit haben wir ganz schön vernachlässigt, glaube ich, früher. Sehr schön. Okay, jetzt haben wir natürlich wieder die Qual der Wahl, was wir denn tun. Ach so, das ist die Salve. Oh, mehrere Male, okay, das ist die Benutzungswahrscheinlichkeit, okay. Ah, wir haben irgendwo zwei drauf, ne? 18% Benutzungswahrscheinlichkeit. Wobei Geschosse ausweichen... Warte mal... Wollte ich, glaube ich, zuerst machen, ne? Warte mal. Ich habe es ja noch nicht bestätigt. Das heißt, ich mache lieber das. Lieber auf ein bisschen Verteidigung gehen. So, jetzt sind die Punkte auch gesetzt. Nachdem wir das Fenster geschlossen haben, jetzt können wir es nicht mehr rückgängig machen. Außer natürlich gegen Gold. Das geht immer. Gut, die sind down. Dann haben wir hier noch ein paar Froschis. Mit einer Krabbe im Gepäck. So, hier oben haben wir auch noch Krabben. Oha, da liegen schon Skelette. Ein riesen Brustkorb. Gut, was haben wir hier drin? Ein erebischer Stab, der nicht von Interesse ist. Zumindest, oh, da haben wir eine Quest. Also, irgendwo hier. Ich will aber erst in die Höhle rein. Einfach schauen, ob es da irgendwas drin gibt. Naja, auf jeden Fall jede Menge Gegner, wie es aussieht. Na super, wir haben die doch gepult. So, den Ochsenfrosch, den hauen wir natürlich vollkommen aus den Latschen. Völlig unbeeindruckt. So, warte mal, den nehme ich mit. Und dann sollten wir ein bisschen kräftiger zuschlagen können. So, zack. Zack. Jawohl. Na, der stirbt schon vorher. Ach, ich treffe den Stab nicht. Meine Güte. So. Ach, hier. Mann, hier laufe ich schon die ganze Zeit dran vorbei. Sehr schön. Gold. Und da können wir leider nicht lang. Aber hier können wir durch. Aber noch nicht jetzt. Denn ich würde ganz gerne noch schauen, was es hier oben gibt. Auf jeden Fall eine Menge tote Gegner. Und eine große Kiste. Die ich jetzt versuche zu looten, wenn ich sie denn treffe. So hebelig bin ich. Achso, nee, hier ist noch einer. Aber sonst ist alles sauber. Das heißt, wir können uns auf die nächste Ebene begeben, um dort mehr Unheil anzustiften. Oder naja, eigentlich mehr... die Welt retten. Denn das ist ja unsere Mission. Wir müssen Hades aufhalten. Ja, super. Die pieksen. Ach, Mann. Jawoll. So, ich habe natürlich gewartet, bis der Zauber da ist. Das ist natürlich total dumm. Wir hätten natürlich vollkommen hier sterben können. Aber ging doch noch einmal ganz gut. Achso, natürlich. So. Der Zauber ist natürlich noch nicht bereit. Und wir haben auch keine Energie mehr, sehe ich gerade. Deswegen frische ich die einmal ganz kurz auf. Damit wir jetzt nicht... Oh, eine königliche Truhe. Saugeil. So, einmal... Achso, der ist gar nicht fertig, der Phantomschlag. So, aber bevor wir die looten, werden wir noch eben hier die Gegneransammlung dezimieren. Bis auch wirklich nichts mehr übrig ist. Jawohl, den Gesundheitstrank nehmen wir mal on the fly mit.
So, und eine königliche Truhe. Jawohl, die hat man, glaube ich, schon lange nicht mehr. Und sie ist total königlich. Weil da total tolle Schätze drin sind. Der Wahnsinn. Gut, das war's hier unten. Ja, das sieht danach aus. Der Kartenzeichner hatte wahrscheinlich hier keinen Bock mehr. Naja, dann werden wir die Höhle mal verlassen und den regulären Weg, oder dem regulären Weg folgen. Warte mal, hier total gerade Wände. Aber ich will nochmal hier unten lang schauen. Vielleicht haben wir noch ein paar Gegner. So, zack. Magier down. Sehr schön. Schade, dass es für Kistenöffnen nicht auch so einen Hotbutton gibt. Das wäre, also ein Hotkey. Das wäre natürlich super praktisch. Da müsste ich das Ding nicht immer anklicken. Und so heldenhaft daneben klicken vor allem. Gut, aber hier waren wir schon, ne? Jawohl, von hier kommen wir. Aber hier waren wir noch gar nicht. So, bevor ich da oben weitergehe, möchte ich doch mal schauen, ob es hier noch was abseits des Weges gibt. Das mal, da oben ist da irgendwas Grünes. Seht ihr das im Wasserspiegeln? Als wenn da was hier auf der Brücke steht. Na, natürlich, Gegner. Aber ich mache erstmal die hier unten weg. So, die Großen brauchen natürlich ein bisschen. Die haben natürlich hier so einen ausgehärteten Panzer. Mein Gott, ich kann nicht reden. Gut, warte mal. Ich wollte eigentlich hier alle ranlocken. So, dann mache ich einmal den und einmal den. Und dann sollte hoffentlich fast alles tot sein, außer denen, die ich übersehen habe. So, schnell noch einen Trank hinterher schmeißen. Den kriegen wir jetzt hier direkt wieder. So, haben wir hier oben noch etwas? Ach du Scheiße. Was kannst du? Oder kannst du nichts? Das wäre mir natürlich am liebsten. Aua. Ja, aber das geht. Nebenaufgabe aktualisiert das Monster aus dem Stück. 80.000 Erfahrungen und 6 Punkte auf Stärke, Int und Geschicklichkeit. Ja, saugeil. Die Frage ist, müssen wir jetzt kurz zurück Bericht erstatten? Ich glaube, die haben wir hier bekommen. Damit die im Quest-Log auch abgehakt ist. Na, können wir uns bewegen? Nee. Das Monster, was ich fast gepult hätte. Wahrscheinlich habe ich das sogar. Naja, aber hier ist nichts. Absolut gar nichts. Wir können ja mal ins Questlog schauen. Nebenaufgaben. Das Monster. Achso, ist abgeschlossen. Wir haben hier noch 2 Quests offen. Und hier auch noch eine Außenposten im Wald. Die müssen wir nochmal erledigen bei Gelegenheit. Also müssen nicht, aber ich möchte es tun. Ich weiß, dass ich damals beim normalen Schwierigkeitsgrad versprochen habe, dass ich denn alle, ja, Nebenaufgaben, die ich übersehen habe, lösen möchte. Ist natürlich jetzt blöd, weil da schon eine ziemliche Zeitspanne dazwischen ist. Nichtsdestotrotz möchte ich das wenigstens dann für diesen Schwierigkeitsgrad gemacht haben, dass wir alle Quests abgeschlossen haben und vor allem, dass wir die ganzen Quest-Items aus dem Inventar raus haben. So, jetzt muss ich natürlich nur schauen, wo lang müssen. Wahrscheinlich hier hoch. Ja, genau. Einfach hier hoch. Und die Gegner in den Tod schicken. Also, wie gesagt, erst auf den Magier, dann auf den Ochsenfrosch und dann auf die hier. Bloß nicht hinterherlaufen. Der kommt eh zurückgeschissen. Gut. Da müssen wir nämlich hier kein Kilometergeld kassieren. So, ich schaue nur noch schnell, was hier hinter der Brücke ist. Ich hoffe, dass wir hier noch einen Checkpoint haben. Oh, gibt das her. Ein Medaillon. Ah, super, den Magier hätte ich... der hat uns angekotzt. Naja. So, da oben ist der nächste Checkpoint. Das mache ich noch eben, auch wenn die Zeit... schon so ziemlich rum ist. Ja, oder ist nicht gerade dem Ende zuneigt. Aber das ist ja nicht schlimm. So plus minus ein paar Minuten ist absolut in Ordnung, finde ich. Damit hätten wir dann auch einen Abschluss hier. Einen Gebietsabschluss. Und weil da unten scheint es wieder in das nächste Gebiet reinzugehen.
Hallo. Meine Güte. Zier dich doch nicht so. So, sehr schön. Wenigstens ist der Zauber fertig. Ah, ne, der ist auch nicht fertig. Okay. So, währenddessen öffnen wir schon mal die Truhe, damit wir dieses popelige Gold mitnehmen können. Und statt der verlorenen Seelen, unser nächstes Ziel. Jawohl, hier ist der Checkpoint und damit ist die Folge auch zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Titan Quest mit dem Add-on Immortal Throne in der Epic Edition. Also, bis dann!